Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Stefan live. So, jetzt habe ich heute endlich mal Zeit gefunden, ein kleines Video zu drehen. Ja, und zwar ein Resümee vom 29.08.2020. Und zwar in Anführungszeichen von ja, Inszenierung vom von der Stürmung des Reichstags durch die Polizei? Fragezeichen. Hierzu möchte ich im Vorfeld schon mal auf das Video, was im Internet schon mal gepostet worden ist, auf das Event 2001, Corona-Pandemie vom Reißbrett, was bisher übersehen wurde, von der Express-Zeitung Zürich darauf hinweisen. Der Link steht unten drin, an meinem YouTube, unterm Video. Und es wäre nett, wenn ihr das mal anschauen könnt, weil da könntet ihr da sehen, wie das wirklich, ja, seltsamerweise alles miteinander, ja, schon im Vorfeld, müssen wir sagen, ein Plan läuft, oder geplant ist. So, jetzt gucken wir noch mal nach auf meinem Spickzettel. Ah ja, genau. Also im Vorfeld war folgendermaßen so: Ich bin gekommen von der Querdenker-Demo und hab da gedacht, jetzt schaue ich mal konkret mal, wie weit die Demo oder was da alles verbreitet ist an Leute, weil es hat ja am Anfang schon bekannt gegeben worden, dass viele, viele Demos dort sind. Alle anderen waren genehmigt, die von Querdenken, die waren als erstes verboten. Da hatte man sehr, sehr starke Probleme, dass man demonstrieren durfte. So, wo ich da hingekommen bin, in der Nähe vom Reichstag, ist mir dann direkt jemand aufgefallen. Das war irgendwie, wie gesagt, eine Vorfeld schon eine genehmigte Demo. Also nichts von Querdenken. Also der ganze Bereich, wo da um den Reichstag drumherum war, waren keine Leute von Querdenken, von den Demonstranten, beziehungsweise natürlich sind einige Demonstranten einmal dahin gelaufen, haben sich angeschaut, haben sich erkundigt, was geht woanders vor. Das ist natürlich ganz klar. Und ja, wie gesagt, es waren lauter kleinere Gruppenredner dort und so weiter und so, ja, und so fort. Was mir als erstes aufgefallen ist, da war ein kleinerer Demonstrantenkreis oder wie auch immer. Da hatte ein Mann, da hatte eine T-Box, eine rote T-Box und hat da fleißig gesprochen. Und ja, der Redner hatte starke Worte, man soll stärker vorgehen gegen die Regierung und hat sich auch gegen die Querdenker-Demo geäußert. Also es ist mir da relativ aufgefallen, das ist auch alles in meinem Video teilweise dokumentiert, nicht, ja, dokumentiert nicht, aber ja, dokumentiert kann man sagen, man kann es ja nachschauen. Und als ich dort so stand, so sah, habe ich dann rechts von der Demo Richtung Reichstags, vorm Reichstags auf der Wiese, habe ich eine Hundertschaft oder sehr viele Polizisten in Reihen stehen sehen. Und wie das ausgesehen hat, haben die irgendwie, ich weiß nicht, trinken, sie waren in Reihen gestanden. Also es war ganz komisch, die Situation, was ich da gesehen habe. Auf jeden Fall habe ich gedacht, komm, ich gehe mal von dem Ein-Mann-Demonstrant, beziehungsweise der, wo mit seinem Wagen und dort war, wollte ich einfach mal weggehen und schauen, was da woanders noch kommt. Also, als ich dann grob in die Richtung vom Reichstag weitergelaufen bin, wurde es plötzlich sehr laut.
Dann ist mir aufgefallen, Gruppen von Menschen stürmen zur Treppe vor dem Reichstag. Das sieht man alles in meinem Video. Stürmung Reichstag, 29.08.2020, Part 1. Sieht man das alles sehr stark. Was mich jetzt, wo ich dorthin gelaufen bin, sehr verwundert hat, dass keine Polizei oder Abschreckungen vor dem Reichstag waren. Also ich habe da nichts gesehen, sondern die Polizei war links, also direkt vor dem Reichstag, in einer Weite von mindestens 200 Metern weg, außerhalb der Demonstranten. Und wie gesagt, sie waren da in der Hundertschaft, was ich da ja durch die Bäume durchgesehen habe, waren sie da gestanden und haben da gechillt oder sonst irgendetwas. Jo, so, jetzt kommt der Aktivist Man, hat ebenfalls ein Video gedreht. Ja. Und nochmal, das ist jetzt bei mir im Video. Ja, ich sehe gerade nicht genau, was jetzt ist hier, weise, weil rumgestanden hat. Ja, beim Aktivistmann, genau auf dem Video, sieht man das bei einer Minute 10, sieht man das in seinem Video auch, wie er war bei der Stürmung, in Anführungszeichen. War er bei den Leuten als Journalist dabei und hat das alles beobachtet, war oben gestanden dann und wollte Leute interviewen und hat dann auch den Blick gehabt auf die besagte Wiese, von wo ich angesprochen habe. Und da hat man bei einer Minute und 10 in seinem Video das sehr gut gesehen, dass dort drüben Polizisten gestanden sind und die haben bloß zugeschaut. So, jetzt frage ich mich, warum haben da Polizisten zugeschaut, gechillt? Irgendwie alles ein bisschen sehr, sehr seltsam, die ganze Geschichte. Jo, und wo ich da also fleißig ich sag's mal, im sicheren Abstand, wusste ich da nicht, ihr habt da natürlich eine andere Blickrichtung gehabt, wie der Aktivist Man. Aktivist Man war halt live praktisch fort, tolle Bilder oder ein tolles Video gedreht, war auch schon weltweit rumgegangen ist. Hat auch eine Anfrage bekommen, ja, zwecks Videoverbreitung und so weiter. Also das Video, was er da oben gemacht hat, war sensationell, muss man wirklich sagen. Hat in Anführungszeichen nicht noch mehr Glück wie ich, aber ich sag mal, für mich wäre das jetzt nichts gewesen. Ich bin da ein bisschen noch schon zu alt. Und der Aktivist, man ist da doch noch ein bisschen jünger und denke mal dynamischer. Ja, die vordere Front kann ruhig jemand Jüngeres machen. Ja, jetzt nochmal zurückzukommen. Was ich habe dann fleißig gefilmt und man hat also gesehen, dass die Leute hochgestürmt sind, hochgerannt sind, haben sie eigentlich dann alle oben, sind still, also sind gestanden auf der Treppe vom Reichstag, haben praktisch rumgedreht, runter zu den anderen Leuten vor dem großen Platz, wo dann immer mehr Leute gekommen sind. Jo, und was mir aufgefallen ist, sind sehr, sehr viele ältere, sogar Kinder dabei gewesen. Und also relativ kreuz und quer vom Altersdurchschnitt, was ich auch ganz dabei beobachten konnte. Es waren alle möglichen Nationalitäten dort. Also da waren Flaggen dabei. Ja, also wie gesagt, hatten sich oben dran gestanden, haben Selfies gemacht auf der Treppe. Also es war
friedlich. Man sieht es ganz stark im Aktivisten in seinem Video, dass es da oben wirklich friedlich zugegangen ist. Also, wenn irgendwie reingehen wollten oder sonst irgendetwas, hätte man natürlich da Randalierer können, Scheiben zerschmeißen oder sonst was, was normalerweise die Antifa oder Black Lives Matter macht oder sonst was. Nein, es ist trotzdem oben friedlich geblieben. Ja, was man natürlich, ja, friedlich geblieben. Bis die Polizei kam. Polizei kam mit Schlagstöcken. Da waren ein paar ganz, ganz seltsame Polizisten, sagen wir mal so rum, dabei. Die hatten da rumgefuchtelt, wie als wenn sie im Krieg wären. Hatten Pfeffer ausgesprüht in rauen Mengen. Pfefferspray oder Reizgas, weiß es nicht, was es war. Also auf jeden Fall war es ganz, ganz schlimm dort oben von der Polizei, wie die vorgegangen ist. Die Leute sind nur, ich sag's mal, ruhig oben gestanden auf der Treppe. Man sieht es, wie gesagt, im anderen Video von meinem Kollege ganz, ganz deutlich. Jo, und wo ich dann so, ich sag mal, weiter hier bei mir gedreht habe, ist mir nachher auch aufgefallen, dass ein Mann mit einer Hundertschaft Polizei von den Polizisten praktisch vom Reichstag weggelaufen sind vor den Demonstranten. Und da war einer dabei, der hatte, ich weiß nicht, was das war, also ich gehe mal davon aus, dass es ein V-Mann war, im Antifa-Look mit Fahrrad dabei. Das sieht man bei mir auf meinem Video, das, was ich besprochen habe, bei Minute 25 sieht man dann jeden praktisch mit der Hundertschaft Polizei mitlaufen. Was diese Person im konkreten Einzelfall jetzt dort oben gemacht hat oder wie auch immer, ist nur seltsam. Es war wirklich nur Polizisten in Robocop. Ausführung, ja, sind da rumgelaufen, wie Star Wars, Krieg der Sterne oder sonst was. Also das war wirklich beängstigend, was sicherlich auch der Grund war. Jo, später habe ich dann auch noch zwei andere Videos gesichtet und auf dem Video war eine Frau mit Rasta-Locken drauf. So wie ich es nachher Feststellung machen konnte, war das eine Tamara. Weiter jetzt hier mal nichts unter dem Kommentar. Mir liegt das alles vor. Und man mit einem Mikrofon ist mir aufgefallen. Und die hatten aufgerufen, beide, Trump wäre hier. Und alles wäre gut, dadurch wäre die Stürmung des Reichstags, also des Reichstags, ist das inszeniert worden, sind die Leute, waren das V-Leute oder was auch immer, also es ist ganz, ganz seltsam gewesen. Wie gesagt, die Tamara, die hat das ja auf der Bühne unmittelbar vor dem Reichstag ausgerufen. Dann, wie gesagt, der Mann mit dem Megafon, der ist im Stechschritt rumgelaufen. Hat er erzählt, dass der Trump da wäre und so weiter. Es sind Leute hingelaufen und gesagt, sag kein Bullshit oder was auch immer. Das ist Fake News oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist der ganz, hat es die ganze Zeit hervorgehoben. Hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Er hat zuverlässige Quelle, bla bla bla, alles gut. Also das ist nur zur Information, warum es eigentlich, warum die Leute darauf gesprungen sind. Zum Reichstag. Also es war Mut, also auf jeden Fall, diese zwei Personen waren die ausschlaggebenden Personen, die wo dazu aufgerufen haben. Und dann nochmal möchte ich zurückkommen auf den Mann mit dem Fahrrad, wo da mit der Hundertschaft Polizei gelaufen sind.
Was für eine Funktion hatte dieser Mann? War das auch ein Farmer? Er hatte, wie gesagt, Antifa-Look an, auch Haarpracht. Ja, in dieser Richtung. Also es ist irgendwie sehr seltsam, die ganze Geschichte, wie das jetzt wirklich zustande gekommen ist. Ja, wie, ich habe ja schon gesagt, die Polizei ist sehr, sehr aggressiv oben zugegangen, wo sie dann rausgekommen sind. Aus dem Reichstag waren keine Polizisten oben. Es waren nur drei Polizisten, so was ich selber nachher erfahren habe, das waren die drei grüne Polizisten, gehe ich mal davon aus, die wo das grüne Oberteil Polizei um sich hatten, wo ich in meinem Film auch, in meinem Video auch gefilmt habe, wo oben beim Reichstag oben gestanden sind und die wo natürlich auch den Sicherheitsabstand von Maske, wir hatten ja keine Maske auf, auch von 1,50 m auf jeden Fall auch unterschritten haben. Dabei ist mir auch aufgefallen, nicht nur diese, sondern auch andere Polizisten hatten da auch teilweise den Kuschelfaktor ohne Masken auf. Ihr seht es bei mir im Video, in meinem Video seht ihr das auch ganz, ganz deutlich. Jo, also ich kann da nur sagen, die ganze Geschichte hat einen sehr suspektvollen Hintergrund, denke ich mal. Was da abgegangen ist. Ich gehe mal davon aus, ich habe sehr, sehr viele, viele Quellen in der Zwischenzeit von anderen Journalisten, die von der freien Presse, also nicht aus der Mainstream-Presse gesehen. Mainstream-Presse, wenn da eine dort waren, ist mir aufgefallen, die hatten speziell Leute rausgesucht, die wo der man angesehen hat, der hat irgendwie eine Gesinnung oder sonst was, die ist dann angesprochen worden. Natürlich sind dann die Kommentare dann auch dann in den Mainstream-Medien dann verbreitet worden. Sieht man zum Beispiel auch sehr gut vom Roger vom Bild TV, hat auch ein Video. Und er hat sich da auch, ich sag's mal zum als wollte sich auch da beziehungsweise mit denen, wo das denn interviewt hat, wollte auch ein Interview mit denen. Sie haben ihn nicht interviewt. Er hat die Leute auch beobachtet, man hat es im Livestream alles mitbekommen. Ich habe es zum Beispiel im Livestream da mitbekommen, direkt. Wie auch andere Leute von der ARD, ZDF, also von den öffentlich-rechtlichen Medien, praktisch immer wieder zu den Reporter hingelaufen sind und wollten irgendwie was sagen und die sind alle abgeblitzt worden. Später in einem anderen Video ist zum Beispiel aufgefallen, da war wieder die gleiche Szene, dass jemand interviewt hat. Was seltsam immer ist, vorher aufgefallen ist, es hat kurz vorher die Person aus einem Köcher oder aus, ja, aus dem Köcher war das genau, hat eine Fahne rausgeholt, eine Reichsfahne oder sowas in der Richtung, riesengroß. Ich habe das alles auch gesehen und ist dann praktisch dann unmittelbar danach angesprochen worden, wieder von, ich sag mal, von dem Qualitätsmedien und ist interviewt worden. Das Interview war vorbei. Der gute Mann hat dann wieder seine Fahne zusammengewickelt und in den Köcher gesteckt. So, und das ist komischerweise, habe ich das ein paar Mal gesehen, beziehungsweise diesen Mann, wo er interviewt worden ist. Jetzt frage ich mich, ja, ich frage mich ganz einfach, was geht hier ab? Und bitte, 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 schaut das Video, das was ich am Anfang noch benannt habe, Event 201 Corona-Pandemie vom Reißbrett, was bisher übersehen wurde von der Express-Zeitung Zürich.
Der Link ist unten auch mit dabei. Schau das Video an. Und der Event 201, denn der ist schon einige Jahre alt, ein paar Jahre alt. Und ja, schaut mal nach, was da so gesprochen wurde. Ihr werdet ja, es ist besser wie ein Krimi. Vergesst den Krimi im Fernseher drin oder sonst was, sind sowieso alles Wiederholungen. Schaut auf euch einmal das Video an. Und ja, man braucht kein Buch mehr lesen, in Anführungszeichen. Ihr seht es. Ihr seht es live, was da gedreht worden ist. Das ist auf der Veranstaltung gewesen von dem Event, was da aufgenommen worden ist. Hochrangig. Mit internationaler Besetzung. Ja, ist erschreckend. Gut. Ich bedanke mich, dass ihr mich angeschaut habt. Bitte abonniert meine Kanäle, vor allem auch auf YouTube, dass ich irgendwann mal live senden kann. Und meinen Telegram-Kanal. Auf meinem Telegram-Kanal sind weitere Videos bzw. Nachrichten von mir drauf oder weitergeleitete interessante Nachrichten. Weil es ist so, die Zensur ist immer stärker, wo hier gemacht wird, seitens YouTube und auch andere Kanäle, wo die Zensur zuschlägt. Und ja, obwohl da, na, ich sage jetzt lieber nichts dazu. Gut, also fleißig abonnieren, lasst ein Like drunter und vielen Dank. Am Ende war, ja, nicht am Ende, am Morgen, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme. Ja, vielen Dank. Hier war Stefan live, der Stefan. Ciao, ciao.